Handy und falls ihr mich noch nicht kennt, ich bin der Typ, den man den Meister der Schatze nennt. Es fängt ganz harmlos an, aber dann sagt jeder in der ganzen Stadt, hey, typisch Andy. Ich bin der Größte, der Beste, der schrägste Spaßvogel. Typisch Andy, typisch Andy. Ich bin der Meister der Streiche, ein Künstler. Typisch Andy, typisch Andy. Ich bitte um Aufmerksamkeit. Ich habe euch etwas sehr Wichtiges anzukündigen. Seid bitte ruhig und hört gut zu. Ich weiß, was DeRosa jetzt gleich sagt. Irgendein Witzbold hat in der Cafeteria Würmer ins Essen gemischt und wenn ich diesen Lümmel in die Finger kriege, werde ich ihm den Hals umdrehen. Schülerinnen und Schüler, in 3 Tagen werdet ihr alle an dem äußerst wichtigen staatlichen Standardwissenstest teilnehmen. Das ist eine ernste Sache. Ihr seid verpflichtet, gut abzuschneiden, sonst verlieren wir unsere staatlichen Zuschüsse. Dieser Test wirkt sich nicht nur auf eure schulische Zukunft aus, sondern auch auf den Rest eures Lebens. Also lernt fleißig und viel Glück. Das ist ja wohl der Hammer. Wieso? Das erzählt er uns doch jedes Jahr. Nein, es ist der Hammer, dass er gar nichts von... Ach ja, eins noch. Irgendjemand, der sich ganz besonders witzig vorkommt, hat in der Cafeteria Würmer ins Essen gemischt. Also achtet genau auf das, was ihr esst. Wer auch immer dieser Witzbold sein sollte, und ich habe einen ganz bestimmten Verdacht. Pass auf! Dich kriege ich schon. In diesen Büchern sind eure Übungsaufgaben. Ich rate euch dringend, nehmt sie euch vor und lernt, lernt, lernt. Die Lösungen dieser enorm anspruchsvollen Aufgaben fallen nicht einfach vom Himmel. Die Wolke da sieht ja merkwürdig aus. Hey, guck mal, Schokoladenkuchen. Cool. Ein Bleistiftstärke 2? Was ist das? Die Lösungen für den Test? Hey, super! Wenn ich zu Hause bin, fange ich sofort an zu lernen. Ja, ich auch. Ich habe jetzt 4 Jahre lang nichts für die Schule getan. Und da werde ich doch wohl jetzt nicht damit anfangen. Ich auch nicht, weil jetzt ist doch noch gar nicht Zukunft irgendwie. Warum soll ich denn dann einen Test drüber schreiben? Also, falls du für den Test einen Streich planst, ich stehe zur Verfügung. Wie meinst du das? Na, der Test. Ein Streich. Die perfekte Gelegenheit. Nein, davon lasse ich lieber die Finger. Viel zu riskant. DeRosa und alle anderen werden sicher höllisch aufpassen. Ehrlich jetzt? Kein Streich? Bist du krank oder so? Nein, überhaupt nicht. Ich schlag nur lieber ganz unerwartet zu. Und das versteckte Sprinklersystem, das ich über Jens Bett installieren will, lastet mich völlig aus. Und du fängst wirklich schon an, für diesen Test zu lernen? Oh, was denn sonst, du Loser? Ich zumindest mach mir ernsthaft Gedanken über meine Zukunft. Ich mach mir auch Gedanken über deine Zukunft, weil du völlig bescheuert bist. Ach, halt doch die Klappe. Der Sprinkler scheint gut zu funktionieren. Oh Mann, wenn ich für die Schule nur halb so viel tun würde wie für meine Streiche, hätte ich nur Einsen. Tja, und ich wäre höchstwahrscheinlich nächstes Jahr schon auf der Uni. Hast du den explodierenden Strauch für den Tag des Baumes? Ja. Hey, hast du eigentlich die Bedienungsanleitung für diese Plastikkeule dabei, die rülpst und sabbert? Ja, die habe ich dir in den Spind gelegt. Klasse. Wir dürfen bloß niemandem erzählen, dass... Sag mal, kann ich was für dich tun? Nein. Erzählt ihr euch etwa Geheimnisse? Ja, du riechst aus dem Mund wie ein Mülleimer. Boah, das ist nicht wirklich ein Geheimnis. Ihr habt ein Geheimnis, ich weiß es. Okay, wenn du willst, ich habe ein Geheimnis. Aber sag's bloß nicht weiter. Ich habe nämlich die Lösungen für den staatlichen Wissenstest. Ganz ehrlich? Das ist ja der Wahnsinn. Du hast die Lösungen für den staatlichen Test. Die Chancen dafür stehen 1 zu 42.738. Andy Larkin hat die Lösungen für den Test? Wow! Da hast du ja was losgetreten. Hör mal, ich habe nur einen Witz gemacht. Ich habe die Lösungen nicht. Doch, hast du. Du hast es doch gesagt. Du liegst ganz falsch. Sowas mache ich nicht. Ich bin... Ja, ich weiß. Du bist der Beste, der Größte, der schrägste Spaßvogel. Ja, trage ich mein Essen auf dem T-Shirt spazieren, als dass ich die Lösungen habe. Nett gemacht irgendwie. Na also. Schon gehört, Andy Larkin hat die Lösung für... Hast du schon gehört, Andy Larkin hat die Lösungen für... Weißt du was? Andy Larkin hat die Lösungen.
Ich weiß auch nicht genau, warum ich euch das sage, aber ein Vögelchen hat mir zugezwitschert, dass Andy Larkin die Lösungen für... Hast du schon gehört, dass Andy die Lösungen hat? Also, ich habe gehört, er hat sie für $500 gekauft. Hä? So was Bescheuertes. Das läuft sich tot, wie jeder Witz. Ja, wahrscheinlich hast du recht. Ja. Oh, hi Jungs. Schöner Tag heute, hä? Ja. Ja, irgendwie ist es ganz schön. Lass stecken, du Hirntoter. Larkin, wir haben gehört, du hast die Lösung für dieses statische Testdingens. Ich brauch sie. Die was für was? Wir treffen uns in 5 Minuten hinter der Schule. 5! Und sei pünktlich, sonst... Und was machen wir jetzt? Weißt du, allmählich gefällt mir die Sache ja. Danny, wir sind auf dem Weg zu dem perfekten Streich. So, du hast also der Rosa die Lösung für den Test geklaut und verkaufst sie für $2000 übers Internet. Aber mir gibst du sie doch sicher umsonst, oder, Kumpel? Also, eigentlich habe ich sie noch nicht, aber mein Kontaktmann bringt sie mir gleich. Also, pass auf, wir müssen jetzt zum Training. Aber ich will diese Lösungen. Morgen vor der Schule. Kapiert? 2 Streiche zum Preis von einem. Du bist spät dran. Ich will jetzt diese Lösung haben, sofort. Ich hab sie. Jeder weiß doch, dass du sie hast. Irgendwie. Komm mit den Lösungen rüber, Larkin. Ich weiß, du brauchst sie ganz dringend, aber... Na, pass mal auf. Ich hab die Lösungen zwar noch nicht, aber ich werde sie mit Sicherheit noch kriegen. Von meiner Quelle. Und wer soll das sein, diese Quelle? Ich weiß, dass ich dir vertrauen kann, aber ich kann meine Quelle nicht einfach so preisgeben. Mir egal, ich will diese Lösungen. Ich besorg sie dir ja, aber dafür hörst du auf, alle zu verprügeln oder sonst wie zu nerven. Und zwar für die nächsten 7 Tage. 4 Tage. 8 Tage. Eine Woche. Gut, eine Woche. Okay, aber ich brauche die Lösungen und zwar schnell, ist das klar? Und zwar schnell, ist das irgendwie klar? Also ich, du fragst dich jetzt bestimmt... Wo du dich einliefern lässt, wenn sie mit dir fertig sind? Ach Quatsch, ich habe alles im Griff. Ich muss mir nur überlegen, wer mein nächstes Opfer wird. Und der Gewinner unseres großen Andys nächstes Opferwettbewerbs ist Martin Bombe! Also erstmal schaltest du dieses blöde Sprinklersystem in meinem Zimmer ab. Ich habe keine Ahnung, was du damit meinst. Lügner. Nervensäge. War wie immer nett, mit dir zu plaudern. Ciao. Ich bin noch nicht fertig. Wenn du tatsächlich die Lösung für den Test hast, sage ich dir im Interesse unseres guten Familiennamens, gib sie wieder zurück. Oder gib sie mir. Aber Jen, ich habe die Lösungen nicht. Oder habe ich sie vielleicht doch? Nein, habe ich nicht. Ich weiß auch nicht. Das ist meine Lieblings-Indoor-Sportart. Meine Schwester in den Wahnsinn treiben. Wir wissen, dass du die Antworten hast. Ja, und so leicht kommst du uns damit nicht davon. Erde an Schwachkopf, vergiss den Blödsinn. Ich hab die Lösungen nicht. Na, das ist ja ein toller Bluff. Uns bluffst du nicht, Andy, weil unsere Gehirnprozessoren nämlich Informationen erheblich schneller analysieren und interpretieren als... Mach den Kopf zu, Martin. Ich will aber diese Lösung. Und wenn ich sie nicht kriege, dann gehe ich zu Mr. DeRosa und sag's ihm. Wenn er DeRosa was sagt, sind wir am Ende. Keine Panik. Die kleine Petze wird gleich selbst verpetzt. Und was erzählst du Craig Bennett, wenn er... Oh, hi. Ich sag nur ein Wort zu euch. Und zwar die Lösungen. Naja, eigentlich sind das 2 Wörter. Schnauze. Also, meine Freunde und ich sind absolut bereit, die ihr wisst schon was aus euch rauszuprügeln. Wenn ihr nicht... Hör mal, es gibt da ein kleines Problem. Steckt die beiden da rein. Oh. Ja, schon gut. Tja, weißt du was, da fällt mir doch glatt ein. Ich weiß vielleicht wirklich was über die Lösungen. Red weiter, ich höre. Also, wie soll ich sagen? Zufällig weiß ich, dass Martin Bonwick die Informationsquelle für die Lösungen ist. Martin Bonwick? Du willst mich doch nicht etwa reinlegen, Larkin. Was, ich? Jungs, ich muss jetzt leider los. Ich hab gleich meine Klarinettenstunde. Tja, dumm gelaufen, Elvis. Ich hab eine Idee. Du gehst zu Martin und holst mir die Lösungen. Toller Plan, hä? Martin wird sie mir niemals geben. Er vertraut mir nicht. Ist ja auch kein Wunder. Und überhaupt kannst du dich viel besser durchsetzen. Er hat nämlich eine Menge Respekt vor dir. Wirklich? Na klar, rede einfach mit ihm. Aber sag ihm nicht, wie du es rausgekriegt hast. Sein Kontaktmann ist sonst ziemlich angefressen und dann kriegt keiner von uns die Lösungen. Sag einfach, nenn mir deine Quelle und lass dich nicht von ihm bluffen. Und pass auf, er wird behaupten, dass ich die Lösungen habe, aber das stimmt nicht. Er hat sie. Sei hartnäckig.
Aber wenn das nicht klappt, dann kriegst du die übelste Dresche deines Lebens. Oh, das ist ja spannend. Aber mir ist trotzdem ganz schön flau. Nein, ich habe wirklich keine Ahnung, was du von mir willst. Ich sag's nochmal, Furzbacke. Der große Test. Und du bist die Quelle für die Lösungen für den großen Test. Ich hab sie aber nicht und ich weiß auch nicht, wer sie hat. Und ich bin auch nicht die Quelle. Ich schwör's. Gib's zu, du weißt es, also stell dich nicht doof. Los, spuck's aus. Nenn mir endlich die Quelle. Normalerweise bin ich bei allem, was die Schule angeht, sehr gut vorbereitet. Doch in dem Fall hier fällt mir auch nichts ein. Aber ich weiß, wer das hat, wonach du suchst. Wer? Andy Larkin. Aha. Du willst mich wohl reinlegen und das mag ich nicht. Hi. Ist alles in Ordnung? Martin und ich haben was Geschäftliches zu besprechen. Ja, es ist wirklich alles okay. Ach ja? Craig glaubt, ich habe die Lösung, aber ich habe sie nicht. Sei ruhig. Die Lösungen für den großen Test? Ich habe sie nicht. Ich bin völlig unschuldig. Du bluffst doch. Na los, lass Martin in Ruhe. Das ist doch bloß ein Waschlappen. Dankeschön. Dein Glück, dass sie aufgetaucht ist. Ich brauche diese Lösung, sonst gibt's auf die Nuss, kapiert? Wir müssen das aufschreiben, sonst steigen wir selber nicht mehr durch. Martin glaubt, wir haben die Lösungen. Craig glaubt, Martin hat sie und... Na Mädels, wie geht's? Glaubt bloß nicht, ich hab euch vergessen. Na los, wer ist jetzt diese Quelle für die Lösung? Also, sag's uns. Sag's ihm, bitte. Meine Quelle ist Craig Bennett, aber du darfst ihm oder seinen Kumpels nicht sagen, wie du's rausgekriegt hast, weil sonst Craigs Quelle sauer wird und dann kriegt keiner von uns die Lösung. Craig Bennett? Von dem bekomme ich überhaupt keine Information. Der hasst mich. Du leierst das aus ihm raus. Toller Plan, oder? Aber er traut mir nicht. Er würde... Dann lass dir was einfallen, wie du es aus ihm rauskriegst, sonst... Hey, was ist mit diesen Fotos, die wir von Craig haben? Was für Fotos meinst du denn? Du weißt schon, diese ganz speziellen Fotos, als er sich... Ach so, die Fotos, na klar, du hast echt ein gutes Gedächtnis. Du sagst einfach Craig, dass du Fotos von ihm und seinen Freunden hast, wie sie nackt in der Umkleide eine Handtuchschlacht machen. Dann muss er die Quelle für die Lösungen ausspucken, sonst gehen diese Fotos in der ganzen Schule rum. Und ihr habt wirklich so eine Fotos? Natürlich haben wir die. Ich hoffe für dich, dass das klappt. Na klar klappt das. Craig wird zwar denken, du bluffst oder behaupten, ich hätte die Lösung, aber bleib hartnäckig. Und sag ihm bloß nicht, dass du von mir weißt, dass er die Lösung hat, sonst... Ja, ja, alles klar. Also das ist ja irgendwie wie bei den Spionen. Ja, ja, wie bei den Spionen. Los, gehen wir. Und link mich bloß nicht ab, Larkin. Puh. Du hast aber nicht wirklich Fotos von Craig und seinen Kumpels, auf denen sie nackig sind. Ach, was, nie im Leben. Ich hoffe bloß, dass Jenny ihr Tagebuch nicht anlügt. Klasse. Aber wenn sie... Mach dir keine Sorgen, jetzt wird's erst richtig lustig. Haha, ich lach mich tot. Erst verkloppen uns Lick und Leech und dann macht uns Craig endgültig platt. Super. Jetzt wird's spannend. Los, komm. Ich sag's dir zum letzten Mal, du Pfeife, ich bin nicht die Quelle. Ich weiß, dass du's bist. Ich weiß, dass du die Lösungen besorgen kannst. Meine Quelle hat's mir gesagt. Und wer ist deine Quelle? Sag's ihm irgendwie nicht. Ich weiß. Ich darf's dir nicht sagen. Aber wenn du mir die Lösung nicht besorgst, dann... Ach ja, du kleiner Schweinepriester. Und was machst du dann? Naja, ich, ich hab ein paar Fotos von dir und deinen Kumpels bei so einer Handtuchschlacht. Was sind das für Fotos? Na, du und deine Kumpels. Und zwar völlig nackt. In der Umkleide. Du weißt schon, was ich meine. Ich stell die Fotos ins Netz, wenn du nicht. Ach was, du bluffst. Ihr habt diese Fotos doch gar nicht. Haben wir wohl. Wirklich? So ist es. Naja, klar. Andy, du hast ein Problem. Craig glaubt, ich habe die Lösung. Dabei weiß ich genau, dass du sie hast. Nein, ich hab die Lösung nicht. Alles, was ich weiß, ist, dass Craig ziemlich sauer auf dich ist. Wirklich? Ja, ich würde sogar sagen, mega sauer. Oh nein! Wir haben da ein kleines Problem. Martin will nicht mit den Lösungen rausrücken. Hat er sie auch wirklich? Wieso? Hast du sie noch nicht gekriegt? Nein.
Hey, ist das so eine Art Scherz? Steckst du hinter dieser Sache? Nein, ich mache keine Scherze über dich. Würde ich nie tun. Hallo, Scherze über Craig GmbH? Ja, das stimmt. Wir sind ausschließlich im Geschäftsfeld Scherze und Streiche über Craig tätig. Wird Zeit, dass wir Martin helfen, sozusagen. Ja. So, Larkin, ich brauche jetzt die Fotos von Craig oder ich dekoriere dein Gesicht um. Okay. Und ja. Link mich bloß nicht ab. Ich? Auf keinen Fall. Würde ich nie. Vergiss nicht. Morgen ist der Test, du Weichei. Das wird immer schlimmer. Was grinst du so? Weil's immer besser wird. Und weil wir nun zu Phase C übergehen. Und schreib schön sauber. Das sieht genau nach gefälschten Lösungen aus. Glaubst du wirklich, das klappt? Haben wir denn je versagt? Das war ein Witz, oder? Ja, ich glaub schon. Hier ist der Aufsatz darüber, wie blöd Lick ist. Zwei Seiten mit gefälschten Antworten, zwei Seiten mit Beschimpfungen von Lick. Das ist praktisch schon die Erfolgsgarantie. Guck dir mal die an. Ein Pavian im Abendkleid? Ein Hund, der aus der Toilette trinkt? Ja, und vergiss das hier nicht. Eine Rhinoceros-Geburt. Und Lick soll die Fotos Craig geben? Du hast es erfasst. Na los, es wird Zeit für unseren Streich. Solange es nicht Zeit wird, ein paar aufs Maul zu kriegen. Lick hat seine Fotos und wir machen weiter mit Martin. Ja? Los, wir müssen ihm hinterher. Was hat der Craig wohl gerade gegeben? Tja, er hat sich auch ein paar Lösungen ausgedacht. Dem geht wohl ganz schön die Düse. Ich muss schnell den Umschlag aus dem Briefkasten rausholen. Das ist nicht gut. Das war zwar nicht vorgesehen, aber wir werden es überstehen. Keine Angst, keiner von den Typen, weder Craig noch Lick oder Martin, kriegen je raus, dass wir dahinter stecken. Andy? Lache! Und wie erklärst du uns das? Naja, wenn sich ein männliches und ein weibliches Rhinoceros lieb haben, dann... Nauze, was soll denn der Quatsch überhaupt? Naja, das gehört eigentlich zum Lehrstoff in Bio. Sag mal, gefällt dir dein Gesicht so, wie es ist? Bin schon ruhig. Und wie erklärst du dir das? Lick ist ein dämlicher Volltrottel, der nicht mal richtig lesen kann und der von seiner Mami in den Schlaf gewiegt werden muss und der immer furzt, wenn er nervös ist. Das sind nicht die Lösungen. Nein, aber es ist irgendwie ziemlich komisch. Ich hab allmählich richtig Bock, dir deine Stinkrübe abzureißen. Tu es. Ich bin ja schon ruhig. Ich finde, hier riecht es stark nach Prügel. Ja, und glaub's mir, das tut dir hundertprozentig mehr weh als mir. Jungs, es gibt überhaupt keinen Beweis dafür, dass ich das war mit diesem, wie sagt man gleich? Streich? So, genug gequatscht, jetzt gibt's auf die Glocke. Hey, pass auf, wo du hinrennst, Junge. Der staatliche Wissenstest beginnt in 10 Minuten. Also mach, dass ihr in eure Klassen kommt, und zwar schnell. Die erledigen wir noch schnell. Ja, mach den fertig. Oh, sehe ich auch so. Direktor DeRosa, ich brauche eine Auszeit. Ich putze auch ihr Büro. Ich streich das Jungsklo. Was sie wollen, Direktor DeRosa. Auf deine Tricks falle ich schon lange nicht mehr rein, Larkin. Naja, eigentlich war es ja ganz lustig, den Jungs diese ganzen Fallen zu stellen. Nur leider müssen wir jetzt noch irgendwie diesen Test überstehen. Und das ist eher ein körperlicher als ein schriftlicher Test. Ich hasse das. Ich hasse das wirklich ohne Ende. Hey Jungs, ich glaube, wir haben es jetzt kapiert. Ach wirklich? Seid ihr sicher? Ja, absolut sicher. Der staatliche Wissenstest beginnt in 3 Minuten. Und vergesst nicht, eure ganze Zukunft könnte davon abhängen. Ich hoffe, ihr besteht den Test, Jungs. Und schön alle Fragen beantworten, ja? Und wenn ihr mal eine Lösung nicht wisst, ratet einfach. Hey, Jungs! Ich glaube nicht, dass die zurückkommen.
Irgendwie habe ich mir das heute ganz anders vorgestellt. Ja, das mit den nassen Unterhosen hatte ich nicht wirklich geplant. Uns steht eine tolle Zukunft bevor. Wo? Oh. Andy, und falls ihr mich noch nicht kennt, ich bin der Typ, den man den Meister der Schatze nennt. Es fängt ganz harmlos an, aber dann sagt jeder in der ganzen Stadt, hey. Typisch Andy, ich bin der Größte, der Beste, der schrägste Spaßvogel. Typisch Andy, typisch Andy, ich bin der Meister der Streiche, ein Künstler. Typisch Andy, typisch Andy. Ich bitte um Aufmerksamkeit. Ich habe euch etwas sehr Wichtiges anzukündigen. Seid bitte ruhig und hört gut zu. Ich weiß, was DeRosa jetzt gleich sagt. Irgendein Witzbold hat in der Cafeteria Würmer ins Essen gemischt und wenn ich diesen Lümmel in die Finger kriege, werde ich ihm den Hals umdrehen. Schülerinnen und Schüler, in 3 Tagen werdet ihr alle an dem äußerst wichtigen staatlichen Standardwissenstest teilnehmen. Das ist eine ernste Sache. Ihr seid verpflichtet, gut abzuschneiden, sonst verlieren wir unsere staatlichen Zuschüsse. Dieser Test wirkt sich nicht nur auf eure... Hast du den explodierenden Strauch für den Tag des Baumes? Ja. Hey, hast du eigentlich die Bedienungsanleitung für diese Plastikkeule dabei, die rülpst und sabbert? Ja, die habe ich dir in den Spind gelegt. Klasse. Wir dürfen bloß niemandem erzählen, dass... Hm? Sag mal, kann ich was für dich tun? Nein? Erzählt ihr euch etwa Geheimnisse? Ja, du riechst aus dem Mund wie ein Mülleimer. Das ist nicht wirklich ein Geheimnis. Ihr habt ein Geheimnis, ich weiß es. Okay, wenn du willst, ich habe ein Geheimnis. Aber sag's bloß nicht weiter. Ich habe nämlich die Lösungen für den staatlichen Wissenstest. Ganz ehrlich? Das ist ja der Wahnsinn. Du hast die Lösungen für den staatlichen Test. Die Chancen dafür stehen 1 zu 42.738. Andy Larkin hat die Lösungen für den Test? Wow! Da hast du ja was losgetreten. Hör mal, ich habe nur einen Witz gemacht. Ich habe die Lösungen nicht. Doch, hast du. Du hast es doch gesagt. Du liegst ganz falsch. Sowas mache ich nicht. Ich bin... Ja, ich weiß. Du bist der Beste, der Größte, der schrägste Spaßvogel. Eher trage ich mein Essen auf dem T-Shirt spazieren, als dass ich die Lösungen habe. Nett gemacht irgendwie. Na also. Schreiben. Also, falls du für den Test einen Streich planst, ich stehe zur Verfügung. Wie meinst du das? Na, der Test. Ein Streich. Die perfekte Gelegenheit. Nein, davon lasse ich lieber die Finger. Viel zu riskant. DeRosa und alle anderen werden sicher höllisch aufpassen. Ehrlich jetzt? Kein Streich? Bist du krank oder so? Nein, überhaupt nicht. Ich schlag nur lieber ganz unerwartet zu. Und das versteckte Sprinklersystem, das ich über Jens Bett installieren will, lastet mich völlig aus. Und du fängst wirklich schon an, für diesen Test zu lernen? Oh, was denn sonst, du Loser? Ich zumindest mache mir ernsthaft Gedanken über meine Zukunft. Ich mache mir auch Gedanken über deine Zukunft, weil du völlig bescheuert bist. Ach, halt doch die Klappe. Andy! Der Sprinkler scheint gut zu funktionieren. Oh Mann, wenn ich für die Schule nur halb so viel tun würde, wie für meine Streiche, hätte ich nur Einsen. Tja, und ich wäre höchstwahrscheinlich nächstes Jahr schon auf der Uni. Eure schulische Zukunft aus, sondern auch auf den Rest eures Lebens. Also lernt fleißig und viel Glück. Das ist ja wohl der Hammer. Wieso? Das erzählt er uns doch jedes Jahr. Nein, es ist der Hammer, dass er gar nichts von... Ach ja, eins noch. Irgendjemand, der sich ganz besonders witzig vorkommt, hat in der Cafeteria Würmer ins Essen gemischt. Also achtet genau auf das, was ihr esst. Wer auch immer dieser Witzbold sein sollte, und ich habe einen ganz bestimmten Verdacht. Pass auf! Ich kriege ihn schon! In diesen Büchern sind eure Übungsaufgaben. Ich rate euch dringend, nehmt sie euch vor und lernt, lernt, lernt. Die Lösungen dieser enorm anspruchsvollen Aufgaben fallen nicht einfach vom Himmel. Die Wolke da sieht ja merkwürdig aus. Hey, guck mal, Schokoladenkuchen. Cool. Ein Bleistiftstärke 2? Was ist das? Die Lösungen für den Test? Hey, super!
wenn ich zu Hause bin, fange ich sofort an zu lernen. Ja, ich auch. Ich habe jetzt 4 Jahre lang nichts für die Schule getan. Und da werde ich doch wohl jetzt nicht damit anfangen. Ich auch nicht, weil jetzt ist doch noch gar nicht Zukunft irgendwie. Warum soll ich denn dann einen Test drüber machen? Schon gehört, Andy Larkin hat die Lösung für... Hast du schon gehört, Andy Larkin hat die Lösungen für... Weißt du was? Andy Larkin hat die Lösungen. Ich weiß auch nicht genau, warum ich euch das sage, aber ein Vögelchen hat mir zugezwitschert, dass Andy Larkin die Lösungen für... Hast du schon gehört, dass Andy die Lösungen hat? Also ich habe gehört, er hat sie für $500 gekauft. Hä? So was Bescheuertes. Das läuft sich tot, wie jeder Witz. Ja, wahrscheinlich hast du recht. Oh, hi Jungs. Schöner Tag heute, hä? Ja, irgendwie ist es ganz schön. Lass stecken, du Hirntoter. Larkin, wir haben gehört, du hast die Lösung für dieses statische Testdingens. Ich brauch sie. Die was für was? Wir treffen uns in 5 Minuten hinter der Schule. 5! Und sei pünktlich, sonst... Und was machen wir jetzt? Weißt du, allmählich gefällt mir die Sache ja. Danny, wir sind auf dem Weg zu dem perfekten Streich.